Wir sind jetzt schon wirklich dem 24. nur noch um 3 Tage angerückt und heute haben wir den Tag 22. Und ich freue mich wieder zu lesen aus diesem Wort Gottes und dachte, okay, ich werde heute die Ankündigung Jesu lesen. Morgen lesen wir dann den Besuch von Marias Schwester und gehen dann weiter auch zu Jesu Geburt, die wir dann am 24. zusammen lesen werden. Aber nun heute am 22. die Ankündigung von Jesu Geburt. Wir haben schon so viel in den Prophezeiungen darüber gehört, dass dieses geschehen wird. Und nun wird es noch einmal vorab angekündigt. Wir lesen dazu im Lukas-Evangelium, Kapitel 1, ab Vers 26. Und im 6. Monat wurde der Engel Gabriel vom Gott gesandt in eine Stadt in Galiläa, die heißt Nazareth, zu einer Jungfrau, die vertraut war, einem Mann mit Namen Josef vom Hause David. Und die Jungfrau hieß Maria. Und der Engel kam zu ihr hinein und sprach: Sei gegrüßt, du Begnadete, der Herr ist mit dir. Sie aber erschrak über die Rede und dachte: Welch ein Gruß ist das? Und der Engel sprach zu ihr: Fürchte dich nicht, Maria, du hast Gnade bei Gott gefunden. Siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären, und du sollst ihm den Namen Jesus geben. Der wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Und Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Und er wird König sein über das Haus Jakobs in Ewigkeit. Und sein Reich wird kein Ende haben. Da sprach Maria zu dem Engel: Wie soll das zugehen, da ich doch von keinem Mann weiß? Der Engel antwortete und sprach zu ihr: Der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch das Heilige, das geboren wird, Gottes Sohn genannt werden. Das haben wir in den Prophezeiungen die Tage gehört, dass es ein Kind aus einer Jungfrau kommen wird, ohne Einfluss eines Mannes. Weiter heißt es: Und siehe, Elisabeth, deine Verwandte ist auch schwanger mit einem Sohn in ihrem Alter und ist jetzt im 6. Monat, von der man sagt, dass sie unfruchtbar sei. Denn bei Gott ist kein Ding unmöglich. Maria aber sprach: Siehe, ich bin des Herrn Magd. Mir geschehe, wie du gesagt hast. Und der Engel schied von ihr. Diese klare letzte Ausdruck von Maria, dass sie sich völlig und ganz hingebe dieser Prophezeiung, dem, wie es geschehen wird. Herrlich. Sie durfte das am eigenen Leib erfahren, wie sehr Gott seine Prophezeiungen erfüllt und wie sehr er alle liebt. Und dass es wirklich so geschehen wird, wie er es auch vorhergesagt hat. Ich finde einfach nur herrlich, dass wir es lesen können, nicht nur in dem Alten Testament, was passieren soll, sondern auch jetzt, wie es wirklich passieren wird. Und das ist herrlich. Es passiert. Es passiert. Und für uns, es ist passiert.